So we're going to talk about growth marketing in German, and I'm going to switch in German in 30 seconds with Nina Nest from Generali Schweiz. Let me just do the intro in English quickly so they understand why is Generali Schweiz here. Background story, 30 seconds. Everyone is running. Don't be afraid, that's the partners, they're going back to their desks. So, why do we have Generali Schweiz here? A few months back, or actually 12 months back, roughly, I spoke with the guys from Generali about growth marketing. Dankeschön, Philipp. And they did some special things within hospitality industry. Growth hacking, from my perspective, is not a big topic yet. And they hacked into their customers, basically, about social media and how these things happen. And then I asked my friend Mike, who is a colleague of Nina, who's the real brain behind all of this? And he said, that's Nina, because she's doing all the nitty-gritty work, and he's just like, yeah, let's do something, and she does it. So obviously we invited Nina, and Nina has a background in hospitality. How great is that, right? So she's not only an expert for marketing, growth hacking, but as well for hospitality. And obviously she's our keynote speaker, so the first 30 minutes are with Nina. Enjoy. Danke, Daniel. Dankeschön. So. Hallo zusammen. Ja, wie Daniel gerade schon erwähnt hat, ich wechsle jetzt auf Deutsch. Wenn ihr nachher Fragen auf Englisch habt, if you have any questions in English later on after the presentation, I'm very happy to answer. But for now bleibe ich auf Deutsch, wenn es in Ordnung ist. Gut. Ja, ich möchte euch heute eine kleine Intro geben in Growth Marketing. Und damit ich verstehe, wer vor mir sitzt, könnt ihr einmal kurz die Hand heben, wenn ihr wisst, was Growth Marketing ist? Okay, 20%. Von denen, die gerade die Hand gehoben haben, wie viele machen Growth Marketing bereits? Trifft sich gut. Wir tauschen uns nachher aus. Für alle anderen, ja, ich erzähle heute über Growth Marketing. Ich habe drei Beispiele mitgebracht, wie Growth Marketing funktioniert. Das heißt, wir gehen hier wirklich einmal komplett durch, damit ihr danach dann das Verständnis dafür habt. Ja, fangen wir direkt an. So. Topline. Dieses Wort, also ich kann schon fast nicht mehr hören, aber ich höre es seit Wochen, Monaten, wenn nicht sogar schon seit Jahren. Topline ist das, was der CEO in jedem Meeting sagt, wenn er bei uns reinkommt. Heißt es immer, Nina, was machen wir im Topline? Wie können wir mehr Umsatz erzielen? Und ihr habt es gehört, ne? Ich bin im Marketing. Marketing ist eigentlich, wir machen Traffic, wir machen Awareness-Kampagnen, also alles so in dem Bereich. Aber bei uns heißt es Topline. Und damit bin ich nicht alleine. Alle Marketer, 63% aller Marketer haben diese Challenge, die sie haben in ihrem Unternehmen. Sie müssen Topline produzieren. Es reicht nicht mehr wirklich nur, eine tolle Website zu haben und dort schön Traffic hinzusteuern, sondern wir müssen wirklich am Ende zeigen, was ist Topline, was schaffen wir an Umsatz fürs Unternehmen. Das heißt, es sind alle unter enormem Druck. Und diesen Druck kann man entgegenwirken mit Growth Marketing. Das heißt, wir schaffen es, durch Growth Marketing den Druck zu nehmen von den Marketers, weil wir helfen können, Umsatz zu erzielen. Und dazu möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen von der Generali. Und zwar war ich in 2019 in Friedrichshain, um genau zu sein, in der Growth Marketing Agentur, also hier in Berlin, und habe damals für verschiedenste Industrien gearbeitet, unter anderem für die Versicherungsindustrie, und hatte dann Startup betreut aus der Schweiz. Und die hatten die Challenge, die waren gerade neu im Markt, also Market Entry, und mussten erstmal überhaupt eine Community aufbauen. Community aufbauen und gleichzeitig natürlich auch Neukunden gewinnen, damit sie eine Berechtigung haben, auch auf dem Markt zu sein. Und die haben uns dann reingeholt von der Agentur. Und wir haben halt es geschafft, in wirklich kurzer Zeit eine enorm coole Community zu kreieren, auch wirklich viele Neukunden generiert. Und das hat sich dann natürlich entsprechend rumgesprochen. Und dann habe ich einen Anruf aus Zürich bekommen von dem Kollegen vom Daniel, der jetzt mein Chef ist. Und der hat gesagt, Nina, kannst du zu uns kommen, kannst du uns helfen?
Weil es war so in 2019 bei Generali, ihr seht hier auch einen Flyer, also digital war eher so Backstage und das war eher so traditionelles Marketing, obwohl es 2019 ist. Ein Beispiel, Social Media war im HR. Also das ist eigentlich schon ziemlich crazy. Dann hat er halt gesagt, gut Nina, komm in die Schweiz, ich möchte, dass du für uns Growth Marketing machst. Und genau das gleiche, was du für Startup gemacht hast, möchte ich, dass du jetzt auch für einen Mutterkonzern machst von uns. Gut, dann bin ich damals in die Schweiz und habe dort Growth Marketing implementiert. Aber was ist eigentlich Growth Marketing? Kurzes Wrap-up. Bei Growth Marketing geht es darum, dass wir den Kunden wirklich zuhören. Das heißt, wir befragen die Kunden, was sie eigentlich wollen. Was wollen sie von uns als Versicherung oder was wollen sie von euch als Hoteliers? Was brauchen sie, damit sie wirklich zu uns kommen und damit sie wirklich bei uns bleiben und auch happy sind mit dem Versprechen, was wir ihnen gegeben haben? Wir machen das über verschiedene digitale Marketingmethoden. Habe ich auch einige Beispiele mitgebracht. Und dort fahren wir ganz viele Experimente. Das heißt, es ist wirklich auch ein agiler Prozess, wo relativ schnell viele Experimente gemacht werden, um dann halt faktenbasiert Entscheidungen zu treffen, die uns dann beeinflussen können in der Art, wie wir zukünftig Marketing machen, wie wir Produkte entwickeln, wie wir mit den Kunden kommunizieren. So. Gut, dann bin ich zur Generali gekommen, 2019 und stand dann erstmal vor einer wirklich großen Challenge, weil es ist ein recht langsames, traditionelles Unternehmen gewesen und von digitalem Marketing hatten sie nichts gehört, von Growth Marketing schon überhaupt nicht. Das heißt, die ersten Wochen, wenn nicht Monate, habe ich erstmal damit verbracht, Kaffee zu trinken. Das heißt, wirklich die ganzen Stakeholder erstmal abholen. Das war eine ganz schöne Challenge, das hört sich jetzt so einfach an, ne? Aber es waren einige Kaffees, die ich trinken musste, bis es dann mal funktioniert hat. Und dann habe ich irgendwann eine Kollegin gefunden und die hat gesagt, Nina, ich muss die Hausratversicherung komplett überarbeiten. Und zwar gibt es ja diesen Standard, ne? Wie beim Hotel hast du ein Bett, bei einer Hausratversicherung hast du einen Standard. Und dann hast du aber Add-ons, wie zum Beispiel bei uns gibt es dann irgendwelche Zusatzversicherungen, bei euch gibt es dann eine Minibar. Das heißt, es musste alles komplett überarbeitet werden. Was wollen wir eigentlich den Kunden anbieten? Was soll eigentlich das Produkt alles beinhalten? Haben wir gesagt, gut, lass uns doch die Challenge zusammen machen und lass uns versuchen, die Hausratversicherung so zu optimieren, dass sie wirklich die Kunden anspricht. Und die Hausratversicherung war nicht irgendein Produkt, sondern das ist so das Kernprodukt gewesen von uns. Also es ist eins, was am meisten Topline kreiert. Also wirklich entsprechend auch super, super wichtig, dass man hier ja, das Produkt ordentlich aufstellt, damit die Kunden auch das Produkt bei uns kaufen, oder? Und nicht im homogenen Markt bei irgendjemand anderem. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, gut, schauen wir uns doch mal an, was wollen denn die Kunden eigentlich von uns? Weil vorher war es immer so inside out, haben wir 2 Jahre was entwickelt, auf dem Markt lanciert und dann mal geguckt, funktioniert es? Und meistens war dann eher so nein, weil wir die Kunden nicht befragt haben. Das haben wir jetzt bei Growth Marketing anders gemacht. Wir haben Social Media benutzt und mit Social Media die Kunden befragt, was sie eigentlich wollen bei der Hausratversicherung. Wir haben uns angeschaut, welche von diesen Zusatzversicherungen, wo reagieren sie eigentlich besonders gut drauf? Wie ist das Nutzerverhalten? Wie viele Leute können wir eigentlich erreichen mit dem jeweiligen Beispiel? Haben uns auch die Klickraten angeguckt, haben bei den Interaktionen angeguckt, was sind eigentlich so die USPs, die am besten funktionieren? Haben uns bei den Kommentaren auch angeschaut, was sagen die Leute eigentlich zu uns? Also wirklich auch qualitativ Auswertung bekommen. Was wollen sie eigentlich in der Versicherung drin haben? Und haben dann auch Instagram-Umfragen gemacht, wo wir gesagt haben, willst du eigentlich lieber A oder willst du lieber B? Zum Beispiel war monatelang die Diskussion, also wirklich eben typisch Corporate, monatelang die Diskussion, müssen wir eigentlich Hörgeräte versichern? Und, also ich fand das eine ziemlich banale Frage, aber das war super aufgeblasen. Und dann haben wir gesagt, gut, lass uns doch einfach die Leute befragen. Warum nicht? Auf Instagram eine Umfrage geschaltet und es waren jeweils über 1000 Personen, die mitgemacht haben, also wirklich repräsentativ. Bei einem kleinen Budget, da komme ich gleich noch zu, wenn du gerade das Gesicht so erzählst. Und die Leute haben uns dann gesagt, nein, natürlich Hörgeräteversicherung, also ich meine, der Markt ist auch relativ klein, wollen wir eigentlich nicht drin haben in den Produkt. Ne? Ja, und nach einem Monat hatten wir dann die Ergebnisse. Wir haben ausgegeben 7.500 Franken, also ist das gleiche wie 7.500 Euro.
Das ist für eine Versicherung sehr wenig Geld. Ein Monat 7.500 Franken. Wir hatten Ressourcen, einer aus dem Produkt, die mit mir im Raum war, einer aus der rechtlichen Abteilung, weil wir halt so eine regulierte Versicherung sind. Wir müssen immer die rechtliche Abteilung drin haben. Alles, was wir kommunizieren, muss 100% korrekt sein. Und dann hatten wir natürlich noch den CMO, der ab und zu mal reingekommen ist. Wir hatten so einen wirklich dedizierten Raum mit lauter Post-its an der Wand, dass man sich auch wirklich vorstellen konnte, was machen wir hier eigentlich. Ja? Nach einem Monat hatten wir die Ergebnisse und ich war ziemlich happy, weil ich wusste ja, dass es funktioniert. Ich kam ja aus der Growth-Marketing-Agentur und ich habe dem ja auch geglaubt. Und alle anderen haben gesagt, ich meine, also Social Media und du willst mir jetzt erzählen, dass das hier stimmt, was da steht oder was? Weil eben, Social Media war ja im HR. Also warum sollte das stimmen? Das ist doch alles sowieso fake, was da ist auf Social Media. Dann hatte ich zum Glück eine Marktforschungsexpertin im gleichen Team. Und die hat gesagt, Nina, kein Problem, machen wir nochmal eine klassische Marktforschung hintendran. Und was war? 1:1 das gleiche Ergebnis. Unglaublich, ja? Cool eigentlich. Also du brauchst wirklich, wenn du das erste Mal das machst im Unternehmen, brauchst du danach noch irgendwas aus dem traditionellen Bereich, was das Ganze nochmal verifiziert, damit du dann noch entsprechendes Buy-in hast von den Leuten. Das hat dann so gut funktioniert, dass danach zig Anrufe kamen und es hieß, Nina, 1, 2, 3 Produkte müssen wir eigentlich auch noch überarbeiten, können wir das nicht auch machen, kostet doch so wenig und bringt eh so viel, oder? Und das waren die Ergebnisse von der Hausratversicherung. Also wir haben es wirklich einmal komplett umstrukturiert. Wir haben zig Sachen rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, das ist random, das braucht niemand. Und wir haben andere Sachen, die eigentlich eingepreist waren, haben wir on top verkauft. Das heißt, wir hatten zusätzliche Verkäufe danach generieren können. Wir hatten ganz klar ein USP, ihr erinnert euch an die Kommentare, an die Likes. Wir konnten ganz klar kommunizieren, was eigentlich die USPs sind vom Produkt, was die Leute eigentlich bekommen bei uns, was das Versprechen ist. Das war vorher auch ein bisschen random und damit war es dann total klar, weil wir ja die Verification hatten von den Nutzern. Konnten extreme Kosten ersparen. Ich habe es euch vorhin gesagt, 7.500 Euro Marketingbudget. Wir haben ein Produkt komplett eingestampft. Das hatte Betriebskosten von über 1 Million. Schon ein ganz schönes Verhältnis. Das heißt, diese Betriebskosten komplett reduziert und gleichzeitig ein Produkt erschaffen können, was wirklich auch am Markt funktionieren kann. Weil man hat es dann auch gesehen bei der Kundenzufriedenheit. Wir hatten wirklich ein bedürfnisgerechtes Produkt, wir hatten ganz klare USPs und konnten dadurch wirklich auch die Zufriedenheit erhöhen, ne? Und uns klarer am Markt positionieren. Hab's vorhin schon kurz angesprochen, es braucht wirklich internes Buy-in, sonst funktioniert das wirklich nicht. Das ist super wichtig. Also wir hatten Buy-in einerseits natürlich vom CMO, andererseits musste ich, bevor wir überhaupt was machen durften, musste ich einmal zur Geschäftsleitung und das da pitchen. Das war auch ein Challenge, auch ein Erlebnis, aber dadurch, dass es dann oben angekommen ist, war es dann drizzle down, ging es dann auch in die einzelnen Abteilungen und dann waren alle happy und haben alle mitgemacht entsprechend. Aber es braucht halt dieses Buy-in, damit es funktioniert. Weil wir haben als erstes mal dem Kunden zugehört, wir haben das erste Mal digitale Marketingmethoden benutzt. Heute ist es ganz normal, was wir machen. Damals war das wirklich speziell, dass wir gezeigt haben, Social Media kann eigentlich mehr als nur Posts. Ihr könnt eigentlich wirklich was damit rausfinden. Also es ist wirklich ein Mehrwert, den ihr da bekommt. Und wir hatten halt eine ganz andere Arbeitskultur als vorher. Es waren nicht stundenlange Meetings und man geht raus und es ist eigentlich kein Unterschied wie vorher. Sondern wir hatten wirklich einen dedizierten Raum. Wir hatten ganze Tage, die wir dort verbracht haben zusammen, um innerhalb von einem Monat dann auch diese Entscheidung treffen zu können. Das war jetzt ein Beispiel aus der Versicherung. Ich habe noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Das ist 1:1 das gleiche, jetzt aber aus dem Restaurant, wo ich auch reingeholt wurde, um Growth Marketing zu machen. Stellt euch jetzt vor, also viele von euch haben wahrscheinlich Gastronomie oder zumindest eine Bar bei euch drin. Das heißt, das, was jetzt kommt, ist vielleicht noch ein bisschen, könnt ihr vielleicht noch ein bisschen besser connecten zum eigenen Unternehmen. Und zwar völlig anderes Setup. Es war nicht traditionell bisschen althergebracht, sondern es war jung, modern, 10 Leute, Startup-Mentalität, alle hatten viel zu tun und viel zu wenig Zeit. So.
Und die hatten halt die Challenge, in dem Pokéball-Restaurant jeden Monat ein neues Signature-Dish. Weil so schaffst du dann die Leute wirklich zu dir zu bekommen. Ne? Du hast wirklich rollierend immer Signature-Dishes, die ständig wechseln, saisonal. Und die waren halt so überlastet, dass sie es nicht geschafft haben, ständig neue Rezepte sich auszudenken. Und haben dann gesagt, Nina, was können wir hier machen? Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Lass uns doch die Kunden fragen, was sie eigentlich essen wollen. Okay. Haben wir mal die Kunden befragt. Und zwar haben wir das mit Instagram gemacht. Die hatten wirklich eine coole Community, weil es eben auch so von der Target Group sehr Next-Gen Millennials war. Das heißt wirklich auch Leute, die es gewohnt sind, mitzukreieren in der Co-Creation Economy. Und die haben wir dann mal befragt mit Instagram. Was wollt ihr eigentlich essen? Was wollt ihr eigentlich für ein Gericht haben? Was mögt ihr eigentlich für Zutaten? Wussten wir ja alles nicht. Ne? Natürlich haben wir die entsprechenden Listen gesehen, aber wir wussten ja nicht, was eigentlich so die Lieblingsgerichte sind. Umfragen. Möchtet ihr lieber Kürbis oder Gurke? Feta oder Ziegenkäse? Tatsächlich so banal. Und die Leute haben mitgemacht, genau in der gleichen Menge wie vorher. Und was wir dann gemacht haben, dann hatten wir die ganzen Ergebnisse, hatten wir die Zutaten, hatten auch schon das Gericht dazu überlegt und haben dann gesagt, okay, lass uns doch mal unsere loyalsten Kunden nehmen. Wir laden die zu uns ein, 10 Leute, und die probieren das. Haben sie gemacht, haben dann ausgewählt, was sind eigentlich die Signature Bowls, die ihnen mega gut gefallen oder die nicht so gut sind. Und dann haben wir entsprechend die ausgewählt, die dann wirklich der Mehrheit entsprochen haben in dem Moment. Und was ist dann passiert? Also einmal auf Social Media war es natürlich mega der Hype. Also wir hatten danach noch eine viel größere Community als vorher. Das heißt, der Follower-Anstieg ist enorm gewesen, weil die Leute wirklich begeistert waren. Sie konnten zum ersten Mal mitmachen und wirklich auch interagieren, weil es ist ja Social Media. Es geht ja two ways. Ja? Loyalität entsprechend auch, weil wir haben doch die Bestandskunden eingeladen. Die waren so happy, haben die ganze Familie mitgebracht, alle Freunde mitgebracht, haben gesagt, hey, das habe ich kreiert, dieses Signature Bowl. Ist ein Bestseller geworden, das meistverkaufte Gericht. Und Umsatz wurde auch noch gesteigert. Das heißt, hier konnten wir ebenfalls auch einen super coolen Effekt durch Growth Marketing kreieren. Jetzt habe ich euch noch ein Beispiel mitgebracht. Ein fiktives Beispiel, das habe ich nicht gemacht, aber ich habe verschiedene Methoden mir überlegt, was auch bei Hoteliers funktionieren kann. Und zwar nehmen wir jetzt mal so ein Wellness-Hotel. Und dieses Wellness-Hotel möchte das Wellness-Programm überarbeiten. So, weil irgendwie funktioniert es nicht so gut, kommen zwar schon Leute, aber auch nicht so richtig und ist irgendwie einfach kein Hype da entsprechend. Was kann man da mit Growth Marketing machen? Ihr seht hier den Customer Lifecycle. Das ist die gesamte Kundenjourney, die anfängt von der Kunde in der Awareness-Phase, kommt wird das erste Mal mit einem Problem konfrontiert und sagt, oh, ich habe mega Rückenschmerzen, ich brauche jetzt Wellness zum Beispiel. Dann kommt er in die Consideration-Phase, sieht uns und sagt, oh, hier ist doch ein Wellness-Hotel, was haben die denn so im Angebot? Schaut sich das Programm an, in der Acquisition-Phase kauft er dann vielleicht ein Treatment. In der Engagement-Phase ist er dann am Produkt benutzen, wird massiert oder was auch immer. Und in der Advocacy-Phase wäre er dann Botschafter, weil er ist so happy, es war die beste Massage und er ist jetzt glücklich. So. Und empfiehlt es dann allen entsprechend. Ne? Und dann geht es halt wieder in die Neukundenphase rein, wo er es dann anderen empfiehlt, die dann auch zu uns kommen entsprechend. Also das sind jetzt Beispiele von Growth Marketing, die entlang dieses Customer Lifecycles funktionieren. Fangen wir an mit der Awareness-Phase. Hier gibt es auf Facebook ein Test-and-Learn-Tool. Da könnt ihr mit AB-Methode ganz einfach testen. Zum Beispiel könnt ihr euch mal anschauen, funktioniert es eigentlich besser, wenn ich eine Massage liege als Foto nehme oder wenn ich nehme den Eingangsbereich und eine schöne Blume? Funktioniert es besser, wenn ich rede von, hier wird dir geholfen und du bekommst eine tolle Massage? Oder wenn ich in der Anzeige schreibe, Lomi-Lomi-Massage, 39 Euro. Das könnt ihr hier alles mit testen in der Awareness-Phase. Ziemlich cool, geht mit einem kleinen Budget, kann man eigentlich recht schnell selber umsetzen. Keyword-Recherche. In der Consideration-Phase ist es dann ja so, dass der Kunde anfängt zu suchen. Und zu schauen, wo kriege ich eigentlich mein Wellnessprogramm, was ich möchte, wo kriege ich eigentlich diese Behandlung. Und hier lohnt es sich wirklich auch mal zu gucken, was sind eigentlich die Keywords, die am meisten gesucht werden.
gibt es ein Tool, das heißt Searchmetrics. Gibt es auch noch ganz viele andere, aber ich finde Searchmetrics ganz gut. Und zwar habe ich mir hier angeschaut, einfach jetzt mal nur stichprobenmäßig, was wird eigentlich in Deutschland gesucht, wenn ich Wellnesshotel eingebe? Und dann gibt es halt hier diese Liste an Keywords, was die Kunden zusätzlich noch eingeben. Das heißt, sie gehen auf Google in die Suchmaschine, Wellnesshotel und zum Beispiel Hamburg ist so das am meisten Gesuchte. Ich habe euch hier ein paar Sachen markiert, die ich eigentlich ganz lustig fand, wo man sich wirklich überlegen kann, ist das eigentlich, ist es das wert, das vielleicht mal zu überlegen, ob wir das ins Wellnessprogramm aufnehmen sollten. Zum Beispiel, gut, klassisch hier Last Minute im Angebotbereich, funktioniert wahrscheinlich immer gut. Silvesterhund, Wellnessprogramm mit Hund, ist ja irgendwie so im Trend. Also ich meine, irgendwo muss der ja bleiben, es haben immer mehr einen Hund zu Hause, der kann ja nicht beim Sitter sein, warum nehmen wir den nicht mit? Ob der dann auch ein Wellnessprogramm bekommt oder nur Dog Walking, muss man dann testen, was funktioniert oder was die Leute halt wollen. Ne? Aber ist eigentlich ganz lustig. Hätte ich jetzt im ersten Moment auch nicht gedacht. Das Gleiche haben wir dann noch mit Golf oder Richtung Nordsee gedacht. Man kann auch gehen in Richtung Beauty, Design, Luxus oder wenn man eine andere Zielgruppe und ein anderes Hotel-Offering hat, Bio, Familien, eher so in die Schiene. Aber ihr seht hier eigentlich, es ist ziemlich cool, man kann wirklich so viel Inspiration dadurch holen, dass man sich nur anschaut, was sind eigentlich so die Keywords, die wirklich gut funktionieren, um sich dann entsprechend so auch auszurichten und wirklich zielgerichtet den Kunden zu bedienen, weil wir haben die ganzen Daten ja verfügbar. Acquisition-Phase, das ist ein super cooles Tool, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt. Wenn ihr auf eurer Website seid und ihr sagt, irgendwie, also wir haben zwar schon Besucher, aber irgendwie machen die nicht so viel. Die gehen zwar schon auf 2-3 Seiten, ich sehe das hier, 2,3 Page-Visits, aber irgendwie bucht niemand oder irgendwie findet niemand unser Wellnessprogramm. Schaut euch doch mal an, was die Leute machen auf der Website. Und zwar gibt es hier mit dem Tool, ihr habt das gerade gesehen, wie es durchläuft, kann man sich genau anschauen, wie tief scrollen eigentlich die Leute, wenn die auf der Website sind. 100% sind natürlich Opening, ne? Sind ganz vorne, aber wie viel scrollen denn wirklich? Und wenn ihr das Wellnessprogramm ganz unten habt, könnt ihr es vergessen. Ist wahrscheinlich, ja, hier sind es 43%, die noch das unten anschauen. Ihr habt einerseits das mit Hotjar, andererseits könnt ihr auch so Screen-Videos aufnehmen von den Leuten, wie sie eure Website benutzen. Das heißt, wo geht eigentlich die Maus hin? Entsprechend, wo geht die Augen hin? Was schauen sie sich eigentlich an? Wo klicken sie eigentlich am meisten? Das ist wirklich cool. Ist nochmal was anderes als Google Analytics, weil da hat man sehr viel Daten und Zahlen. Und hier hast du es visuell wirklich 1:1. Kannst du auf der Website anschauen, was funktioniert. Zweites Beispiel, das benutzen wir bei Generali recht viel. Und zwar kann man mit dem Tool, das heißt Google Optimizely, kann man sich anschauen, wie man seine Website optimieren kann. Das kann sein, wir wollen zwei verschiedene Formulare gegeneinander testen, wir wollen zwei verschiedene Bilder gegeneinander testen, wir wollen Call-to-Actions-Button gegeneinander testen. Könnt ihr alles damit machen. Ich habe jetzt am Freitag allerdings noch gelesen, nachdem ich der Jess die E-Mail geschickt habe mit der Präsi, Google Optimizely ist im Sunset, das heißt im September läuft es aus, aber es gibt A/B Tasty, und Optimizely, müsst ihr mal gucken, steht auf der Seite, was man dann stattdessen nehmen kann. Das heißt, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, wie ihr wirklich diese A/B-Tests machen könnt für die Website. Ziemlich cool. Wenn ihr eine Sache macht, macht das. Engagement. Hier könnt ihr das Gleiche machen, wie wir auch für dieses Poke Bowl-Restaurant gemacht haben. Das heißt, fragt doch die Leute, was sie wollen. Also, wenn ihr Social Media habt für B2C-Kunden, nehmt Instagram und fragt die Leute mit Umfragen, mit diesen Polls, mit A-B-Methode und holt sie zu euch rein. Holt sie zu euch, macht Fokusgruppen und schaut mit denen, gefällt euch das eigentlich? Also gefällt euch eigentlich dieses Bett? Oder gefällt euch eigentlich, wo der Stecker ist für die Steckdose? Wenn ihr B2B seid, auf LinkedIn gibt es das Gleiche. Könnt ihr ja genauso gut Umfragen machen. Und die Leute nutzen das wirklich, also sie sind happy, wenn ihr sie fragt. Das ist ein ganz anderes Miteinander dann danach. Und als letztes Beispiel aus dem Advocacy-Bereich, also Botschafter, wie, wenn die Leute zum Botschafter werden, wie können wir sie eigentlich belohnen und wie können wir auch dann Freunde zu uns holen? Da gibt es ein cooles Beispiel aus der Fitnessbranche, das Bring a Friend.
Und da ist es halt besonders schön, wenn dann beide davon profitieren können. Das heißt, beide haben dann zum Beispiel einen Rabatt oder so. Und so schafft man es dann wirklich, nicht nur den Botschafter glücklich zu machen, sondern auch den Neukunden, der dann wieder in den Customer Lifecycle reinläuft. Gut, ihr bekommt heute noch extrem viel Information. Wenn ihr euch drei Dinge merken müsst nach dieser Präsentation, dann sind das die folgenden. Hört wirklich euren Kunden zu. Die sind bereit, euch diese Informationen zu geben. Seid bereit zu experimentieren und trefft Entscheidungen basierend auf Fakten. Vielen Dank. Gut. Zu meiner Zeit. Sehr gut. Du bist so schnell. I'm going to switch to English, so the English speakers can listen in on the question. Rasmann, wolltest du was fragen oder nur Fotos machen? Sollen wir uns richtig hinstellen? Komm jetzt. Nein. Thank you so much, Nina, for that. We have a microphone for the audience as well. So if you want to ask a question in German or in English, also ihr könnt auf Deutsch fragen oder auf Englisch, was euch lieber ist, to Nina about growth marketing, then go ahead. If not, I have a question. Anyone? Yes, okay. Simon, kannst du kurz das Mikro hier in der Mitte? Or you just speak very loud. Was macht mit einer jüngeren Zielgruppe, die jetzt bei Instagram nicht mehr so aktiv? Ja, wir sind tatsächlich im Bereich, wo wir erst ab 18, 20-Jährige ansprechen dürfen, wegen Versicherung, kann man ja vorher gar nicht abschließen. Mit einer jüngeren Zielgruppe musst du über TikTok schauen, ob das funktioniert. Also es ist jetzt halt nur das Beispiel gewesen mit Social Media, ne? Aber Growth Marketing kann ja noch viel mehr sein. Also ich habe am Ende ja gezeigt, was du auch auf der Website machen kannst, was du auch mit Fokusgruppen machen kannst. Und diese, zum Beispiel, wenn du eine CRM-Database hast, kannst du ja dort auch reingehen, welche sind die loyalsten Kunden und dort die Jüngeren dann auch mit reinziehen. Ist es? Frag ruhig nochmal dediziert danach. Dafür haben wir die Nina da. Mhm. Du sagst ja Website. Unsere Jungen verwenden weniger die Website. Da geht es wieder um TikTok, ja. Da kennen wir uns Ältere vielleicht nicht mehr ganz so aus. Was wird jetzt viral, was wird nicht viral? Dadurch ist es ein bisschen die Herausforderung, dass wir sehr wenig, erstens, was sich viel schneller ändert. Und was mache ich jetzt, damit das mehr funktioniert? Ja. Manche Sachen, die funktionieren, sind komplett absurd. Ja. Also gleich nach mir ist die Laura dran mit User-Generated Content. Ja. Und sie redet dann ja auch so ein bisschen über TikTok, wenn eigentlich die Nutzer in dein Hotel kommen zum Beispiel. Wo bewegen sie sich eigentlich und was filmen sie dann zum Beispiel, was finden sie besonders toll? Das kannst du auch als Insight nehmen. Also letztendlich geht es nur darum, dass du verstehst, was machen deine Kunden eigentlich mit deinem Produkt. Ja? Und wenn du dann zum Beispiel, wenn die auf TikTok sind und dann filmen die sich immer irgendwie, wie sie auf irgendeinem so mega geilen Stuhl sitzen, weißt du, okay, ich brauche, glaube ich, mehr solche Stühle zum Beispiel. So, das kannst du machen. Ja. Please, go ahead. Also insgesamt hat der Test 4 Wochen gedauert. Die Umfrage lief ungefähr 2 bis 3 Tage. Ja, weil dann hast du eigentlich schon die Quote, die reicht. Also du musst wirklich dann immer schauen, du kannst es ja im Profil sehen, wenn du mindestens Anzahl 1000 Antworten hast, kannst du es eh abschalten. Ja. More questions from the audience. Ja. Also beim Restaurant hatten wir nur organisch. Das hat auch ausgereicht, weil das so eine starke Community ist. Bei einer Versicherung muss man ein bisschen nachhelfen. Also wir hatten wirklich Paid. Und bei Paid kannst du ja auch mit Polls arbeiten. Und da haben wir dann gesagt, wir hinterlegen jetzt zum Beispiel 150 Euro auf Paid und können dann da die Stories entsprechend schalten und haben dann halt eine spezielle Quote, die wir anwenden, wo wir sagen, okay, hier wollen wir auch maximal 1000 Nutzer haben und dann schalten wir es aus. You see, it's working.
When we allow people to ask in German, it's working. Especially when you reply in English. Yeah, but I'm trying to get back to English speakers as well. Yeah. So I have one more question in English, if you don't mind. We have an audience. Oh, there's one more. I think I heard it was 7,500 euros, but 1 million in cost savings. Yeah. I was expecting metrics on revenue growth and profit. Yeah. So how did you actually evaluate the cost saving? And how did you evaluate the lift in revenue, which is growth? Yeah. Of course, I can't share all the data that is available. I was only given the permission of the 1 million savings in cost. We have a P&L statement. And of course, you can see there what is the cost that we saved. And then accordingly, what is the profit in the end that you would generate based on the saved costs. But also, if you look at the amount of new customers that we generated, you can then upscale and see. Yeah. But this is a typical CEO question that I'm receiving all the time. So here you go. How much did we make? All right. Yeah. I'm going to ask a question for more like a director level, okay? Yeah. For the people who do things and not only talk about it like us, right? So... if I'm working in a hotel, if I run a hotel, if I'm a marketing person of a hotel, how do I start with this? What's the starting point for growth marketing or for growth hacking? Yeah. I think it's very important that you understand who is your customer. That's the main topic. And not looking at who do I want to attract in the future, but who is actually coming to you. And if you understand that well, you're already way far beyond others. Because even for insurance, we are right now looking at who is actually our customer base and how do we connect them. So this is very important, I would say. And then for the tools, like I mentioned in the presentation, this Hotjar is my absolute favorite because it's so easy to implement. You don't need an agency to implement the code. you need Daniel to implement the code. And it's very complex, so he needs at least 50 hours. 50? 50. 50. Yes. Yeah. Yeah. But only you, no others. and then you can actually see like what is going on in your website. And your website is like, it's like your second store. It's like the version of your hotel online. So if you get that right, that is already very good. Love it. Yeah. Thank you so much, Nina. What a wonderful start into the day. Thank you so much.